Ja, moin moin, ihr geilen Gesichter da draußen, was geht ab? Wir sind zurück beim Blue Bricks Star Trek Adventskalender an Tag Nummer 6. Heute ist Nikolaus, ja. Heute werden die Schuhe rausgestellt, oder eher gesagt die Schuhe wieder reingeholt. Aber wir holen was anderes rein, und zwar hier unten die Nummer 6. Und Himmel, Herrgott, die 6, das ist aber ein großes Türchen. Okay, da bin ich aber mal gespannt, was wir da so bekommen werden. Das werden wir jetzt sehen. Wenn ich es öffne, gehen wir mal ein bisschen tiefer hier, dann kann ich auch näher ran. So, kann das denn sein? Großes Türchen ist ja immer schick. Ach, krass. Das ist ja geil. An Nikolaus bekommen wir tatsächlich zwei Modelle. Das ist ja mega cool. Krass. Aua. Jeweils einzeln verpackt. Bauschritt 6 und Bauschritt 6. Aber eine Anleitung, oder was? Tatsache. Vorder- und Rückseite. Das erste finde ich schon mal sehr schick. Und zwar, und da geht mein Herz ein bisschen auf, denn das ist tatsächlich für mich, ja, im Grunde meine erste Enterprise, die Enterprise D. Mit der bin ich quasi, ja, was heißt groß geworden, aber ich habe, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, Next Generation habe ich so ein ganz kleines bisschen geguckt damals, aber das war das erste Mal, wo ich so richtig mit Star Trek in Berührung gekommen bin. Deswegen feiere ich das sehr. Die Enterprise D hat einfach einen Platz in meinem Herzen. So, und hier haben wir einen, und ich glaube, das ist auch aus Next Generation, einen Phaser. Das finde ich richtig cool. Das ist sehr schön. Ich freue mich. So, da haben wir es auch gleich mal ausgebreitet. Ich weiß gar nicht, was soll ich zuerst machen? Ich finde es richtig cool. Das ist endlich mal ein Adventskalender, der an Nikolaus auch tatsächlich noch ein bisschen was extra bereithält. Das finde ich schön. Zwei Modelle. Cool. Ich glaube, wir machen zuerst den Phaser. Machen wir das Säckchen hier mal auf. Denn ich meine, ich hätte da gerade. Da lasst mich mal ganz kurz hier. Ja! Schaut euch das an. Wir haben wieder einen Print. Ist das cool oder ist das cool? Selbst hier packen sie Prints rein. Sehr, sehr schön. Haben wir noch einen? Ich glaube, das war's. Aber sehr cool. Ja, dann würde ich mal sagen, rein da! Oh mein Gott, ist das geil. Da haben wir ihn, den Phaser. Das ist ja mal richtig cool geworden. So klein und doch so gut getroffen, das Teil. Ich muss ehrlich sagen, ich bin schwer beeindruckt. Doch, gefällt mir richtig gut. Komm hier, ich kann den so nehmen. Ja, du. Das ist ja richtig schön. Auch Klemmkraft wieder super. Und wie gesagt, also der Print. Echt schön. Echt schick. Sehr, sehr cool. Na, da. Sehr schön. Der kommt mal hier so an den Rand. Das Ersatzteilchen kommt beiseite. Und dann kommen wir jetzt zur Enterprise D. Da reißen wir auch mal wieder hier das Tütchen auf. Teile raus.
Ach, gefällt mir sehr gut. Ich bin richtig begeistert gerade. Da haben wir, glaube ich, keine Prints drin. Das ist jetzt aber auch absolut nicht notwendig, weil das... Top. Sehr schön. Ich freue mich jetzt darauf, eine D zu bauen. Hier wieder die üblichen. Ne, hier. Hoppala. Ja, war. Wir kennen das. Ja. Ach, mein Herz. Ach, ist das schön. Ah, ist das cool. Selbst als Teilzeit-Trekkie und nicht wirklich viel tief im Universum drin, geht hier mein Herz auf, weil ich es richtig schätze, wie schön die Sachen hier umgesetzt sind. Das, finde ich, ist auch wieder sehr, sehr schön gelungen. Es ist klein, natürlich. Aber in diesem Maßstab, das so schön hinzukriegen, ist echt ein Traum. Muss ich einfach sagen. Auch hier, um den Bogen hinzubekommen. Einfach so das zu machen, schön. Die Gondeln haben Abstand von der Untertassensektion hier, vom Hals. Echt schön. Sehr, sehr schön. Aber auch hier ist leider wieder... Also entweder ist das Loch hier von der Plate zu groß oder die Bar, die Stange ist halt einfach zu dünn. Das kann auch sein, aber wie gesagt, es steht sowieso einfach nur hier rum und damit passt das dann. Wenn man es dann richtig hinstellt. So, jetzt. Und dann steht das auch stabil, also kein Problem. So, das wieder kurz beiseite. Und damit haben wir auch Nikolaus sehr positiv über die Runden gebracht. Ja, und damit auch ein schönes Abschlussbild für diese Folge. Hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Ich war sehr überrascht. Es freut mich riesig. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wenn ich da so hinschaue, da wartet noch das ein oder andere etwas größere Türchen auf uns. Ja, und demnach bleibt mir nichts mehr zu sagen, als dass ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr morgen wieder mit dabei seid und in den weiteren Tagen auch. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderbaren Tag, Mittag, Nacht, Morgen, Abend, whatever. Macht's gut. Ciao, ciao.